Vorher hätte ich das wissen sollen. Du hast meinen Platz bei Libertad eingenommen und mich einfach am Strand liegen lassen. Es hätte dich erwischen sollen. Ja, es tut mir leid. Du musstest ja Fortunas Nummer 1 sein. Wie fühlt sich das an? Muss ich jetzt hier eigentlich hin? Bin ich jetzt hier überhaupt richtig, wo ich jetzt hier lang fahre? Ja, bitte, mach, dass es aufhört. Ja. Fahre ich jetzt überhaupt richtig hier? Ich glaube schon. Ja. Die Werferlass auf der Werkstatt? Das war ein großer amerikanischer Traum? Das ist ein Scheißname. Problemlöser Werkstatt klingt doch viel besser. Kado? Weißt du, was Werferlass mir sagt? Es schreit Mitleidsfiffi. Ich hätte den Yankee-Muschis ertrinken sollen. Du hättest Alter. Nicht sterben sollen. Ich komme mir vorher gerade voll, ob es voll hier wäre im Spiel. Ich hätte nicht sterben sollen. Das ist alles, was du zu sagen hast, Harvey. Du hast meine Leiche einfach auf dem Dach liegen lassen. Wir haben uns auch umgebracht. Hä? Wenn mein Gehirn durchbohrt hatte, habe ich noch lange genug gelebt, um zu sehen, wie du und Lita mich zurückgelassen habt. Alejo. Bitte. Hör auf. Du hast so viel Glück. Warum darfst du leben, während alle anderen sterben? Mal Fusel, nein, zwischen. Matthias! Matthias! Danny, du als nächstes! Paolo, halt dich still! Ich hätte sie nicht allein lassen dürfen. Das war der verfluchte Bambi. Er hat uns verraten. Nicht so, nicht so. Wir wollten doch zusammen sterben, weißt du noch? Danny, was machst du da? Danny! Hör auf mich, Danny, lass das Messer fallen! Einfach mir, Danny! Willkommen zurück! Wie geht es, Talia? Ihr habt beide Glück, den besten Arzt in Yara zu haben. Wo ist Paolo? Draußen. Er meinte, er muss einen Krieg planen. Was? Wenn du dich nochmal aufschneidest, flick ich dich nicht wieder zusammen. So, jetzt können wir immer noch die Dinge einsammeln hier, die ich gerade eben machen wollte. Ja, wir haben ja gerade eben gesehen, was jetzt hier passiert ist. Und, ist schon hammert hier, ne? Schon hammert, wer ist denn jetzt hier eigentlich gestorben hier? Es hängt hier nicht irgendwo noch was? Hier ist doch irgendwo noch so ein Ausrufezeichen. War es da noch Koffer unterwegs? Was? Hey, was meinst du jetzt damit? Mit deinen zwei letzten zwei Sätzen. Wen willst du damit, oder wen hast du jetzt damit angesprochen, oder? Hä? Verstehe ich das gerade nicht.
Was hast denn du da für eine Katze? Habe ich jetzt einen Hund? Seit wann habe ich einen Hund? Lol. Guck mal, ich habe einen schönen Wuffi. Der ist wenigstens lieb, der Hund. Ist immer schön auf dem Friedhof hier, Alter. Muss ich auch mal wieder, ey. Schöne Waffe in der Hand. Die gefällt mir. Bicho ist durchgedreht. Er schrie irgendwas von Bembe und dass er schuld an dem sei, was dir, mir und Talia passiert ist. Letzte Nacht zog er los, als wir schliefen. Ich glaube, der Idiot ist hinter Bembe her. Keine Ahnung, wie Bicho ihn aufspüren will. Bicho hat uns immer den Rücken gedeckt. Und wir haben nie... Finde ihn einfach, ja? Wir ziehen in den Krieg. Ich muss unsere Leute sammeln, ausbilden. Und das heißt, wir lassen niemanden zurück. Nicht mal Bicho. Viel Glück. In dieser Lage zählt jeder einzelne Guerriero. Juan, ich habe gerade einen Konvoi gekapert. Was soll ich damit machen? Was glaubst du denn? Bring ihn zu einem meiner Fahrzeugdepots. Meine Leute werden ihn bis zum... Verstanden, Juan. Gib mir Deckung! Hier liegen wieder Teile rum. Kann ich wieder mitnehmen hier. Perfekt. Da. Mal schnell meine Waffen und Munition auffüllen hier. Mal schnell mich was gucken hier. Mann! Was ist jetzt hier los hier auf einmal? Ich dachte, das ist meine Internetverbindung. Das nennt man Komplimente, du Horst. Und dich meine ich damit, du Experte. Sagt man einmal was Nettes über den und er rafft's wieder nicht. Kerl, so können sie das nicht fortführen. Achso, ich wusste ja nicht, dass du jetzt... Also, ja, na, ich habe das jetzt zwar gelesen hier, weil ich jetzt ja gerade wieder mit der Radbolzen-Geschichte angefangen habe, deswegen dachte ich ja irgendwie jetzt hier, das hat irgendwie einen anderen Hintergrund oder so. Ah, da war ich jetzt mal gerade nicht on the road. Kollege, du hast meine Frage von vorne noch nicht beantwortet, wie man dich überhaupt erreichen soll. Weil deine alte Nummer hast du ja nicht mehr, du Nuss. Über Fratzenbuck oder was? Aber da erstmal Dankeschön für die Komplimente. Ich brauche Wasser. Ich brauche was zu trinken. Ich muss erstmal kräftig durchspülen. Mal kräftig durchspülen.
nicht hier. Vielleicht finde ich irgendwas, das mir verrät, wohin weiter. Lass mal Fenster aufmachen hier in der Hütte. Ist nämlich ziemlich warm hier. Junge, Junge, Junge. Lass mal jetzt ein Stück runterdrehen hier. Darfst da keinen ausmachen. Hier ist ja eine Hitze hier drinne. Oh, wie Licht zieht denn da? Wenn ich Bambi finde, finde ich Beecher. Bitte sei noch am Leben, ich soll sie. Schlaf weiter. Oje, Paolo. Hast du Durst? Was Blödes gemacht. Hast du Durst? Hast du Durst? Dann setz dich hin. Keine Sorge. Ich finde ihn, bevor er sich sein eigenes Grab schaufelt. Bitte beeil dich. Bicho hat keine Chance gegen einen wie Bembe. Setz dich hin. Sophia. Setz dich hin. Hier. Hinsetzen. Joe hat die Stiere auf alle losgelassen. Was für eine Art zu sterben. So, da bin ich wieder. Paolo, der kleine Irre hat eines von Bembes Schwarzmarktgeschäften sabotiert. Er hat die Stiere bei so einem Rodeo losgelassen. Oh, mein Finger! Er spielt mit seinem Leben! Ich sorge dafür, dass ihm nichts passiert. Was willst du denn da, Alter? Wie jetzt? Hä? Einsteigen hier. Steht ein Bull erstmal hier vor der Türe. In die Nummer, du Held. Hab ich vorhin schon geschrieben. Brauchst du Sekretärin? Nee, das kam, glaube ich, gar nicht an hier. Ich wüsste es gerade gar nicht. Hast du das wirklich schon vorhin geschrieben gehabt? Ich bin vergesslich, oder? Hä? Du hast ja die ganze Zeit über den Ascona und über irgendwas anderes gelabert. Und, egal. Ja, muss das machen dann irgendwie oder so. Naja, das Bild zum Beispiel, was ich als Thumbnail habe von meinem Danke für alles, dieses Bild zum Beispiel verwenden, um es auf ein T-Shirt zu machen oder so, das wäre geil, vorne drauf oder so und hinten dann DS-Garage drauf oder irgendwie sowas in der Art. Oder halt irgendwie nur ein Ausschnitt, nur die Hälfte vom Auto, aber dann dafür der ganze Hintergrund dann alles weg, wo wirklich nur das Auto drauf ist. Das würde bestimmt auch geil kommen auf ein T-Shirt, sag ich jetzt mal so, ne? Das hast du erstmal schön eingeschleudert vom Spiegel. Nein, ich habe gerade wegen meiner Kleinen geguckt, weil die. Erstens habe ich mein Fenster hier aufgemacht, weil es hier drin extrem warm ist. Und du weißt ja, ich kann Wärme absolut nicht leiden. Und zweitens habe ich mir was zu trinken geholt. Du Hund, ich brauche mir keinen schleudern. Ich lasse höchstens schleudern. Nein, Spaß. Wie komme ich jetzt da rein hier in den Bunker? Oh, guck mal hier, ein Bagger! Wer baggert denn so spät da am Baggerloch? Das ist Bodo mit dem Bagger und er baggert noch.
Den habe ich letzten Sonntag gesehen. Rennt er die ganze Zeit an mir vorbei und dann auf einmal kann er mich auf einmal grüßen. Da dachte ich mir so, also, was ist denn hier los? Hä, was macht die denn da? Ah ja. Eine Geiselnahme. Scheiße. Oh, hier mal Teile. Was, ah ja. Ja, da sind wir erst die ganze Zeit an mir vorbeigerannt. Und dann auf einmal, konnte er mich auf einmal wieder grüßen, irgendwann mal. Hier ist schon einer. Hier kommen wir zu spät. Was macht denn er da? Gott sei Dank. Hör zu. Wir waren das nicht. Es war Enrique. Er hat das Viviro gestohlen. Was? Gott sei Dank. Hör zu. Wir waren das nicht. Es war Enrique. Er hat das Viviro gestohlen. Gott sei Dank. Hör zu. Hä? Wir waren das nicht. Es war Enrique. Er hat das Viviro gestohlen. Ich glaube, er ist noch da drin. Scheiße. Gott sei Dank. Du machst du irgendwie Sprechsalat oder was ist los mit dir? Es war Enrique. Er hat das Viviro gestohlen. Schlagfertig, die Frau. Er hat das Viviro gestohlen. Ich glaube, er ist noch da drin. Ah ja. Brauche ich eigentlich ja gar nichts mehr machen, das spielt sich eigentlich alles von alleine. Huch, Vizekatze. Schießpulver, das ist immer gut. Du kleiner Hund, du da oben. Die werde ich so deinen Arschloch vergolden, dass du die goldene Scheiße kacken kannst. Scheiße. Komm jetzt da hoch. Ah ja. Katze, rutsch mal! Was ist mit ihm hier? Ruhig. Sag mir nur, ob hier so ein verrückter Typ durchgekommen ist. Redet viel, die Haare so ein bisschen wie eine Ananas. Ja. Eine Ananas. Er hat eine Waffe rumgefuchtet. Er wollte, dass ich ihm sage, wo mein Käufer wohnt. Ein Typ namens Bembe. Hast du es ihm gesagt? Sie. Und dann ist er abgehauen. Kannst du mir sagen, wo Bembe lebt? Niemand weiß genau, wo sein Haus ist. Aber es ist in Cruz del Salvador. Nicht weit von der Grenze. Mehr weiß ich nicht. Ich schwöre es. Bitte lass mich gehen. Paolo, ich weiß, wo ich Bembe finde. Dann wird Bicho auch dort sein. Genau. Ich melde mich. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn hin? Ach, die ist schon im Auto. Oh, die ist eine Frau. Galle. Viel zu schnell schon wieder hier. Was ist denn? Da steht sie doch. Ich komme! So easy das Ganze. Ja, ich meine nur halt über solche Sachen manchmal diesbezüglich gerade auch so ein bisschen halt meine. Sag ich jetzt mal Gedanken halt, ne? Aber wenn du dann halt dann hast du oder so, dann kannst du ja immer noch Bescheid sagen. Ich meine, das mit den Aufklebern ist wie gesagt geil. Wenn du vielleicht noch weitere Ideen hast oder so, kommen wir ja noch irgendwas zusammen dann. Zusammenfubbeln, aber der ist halt wirklich auch schon nice. Ne? Und. Oh. Kannst du ja mal Bescheid sagen, dann können wir demnächst noch irgendwie. Wollten ja noch diese anderen Aufnahmen da machen. Wenn ihr da irgendwie noch Bock drauf habt oder so. Aber nicht wieder einfach ohne Blinken einfach vor mir einscheren, sodass ich hart in die Eisen gehen muss. Das hat nämlich letztes Mal im Tunnel fast gescheppert, wo ihr einfach rübergezogen seid. Lili folgt mir jetzt. Was? Nee, ich bin nämlich hier nochmal. Davon habe ich gehört. Anscheinend versteckt sich Bembe in einer. Ich hab doch jetzt gar nicht gesagt. Alles cool. Buschen. Was sind wir denn hier? Das war schön. Pure Romantik. Pure Romantik, wie sie immer so schön sagen. Oh, komm, wir klettern mal hier hinauf. Oh, guckt euch mal die Aussicht an. Ey, ich liebe so einen Scheiß, ey. Das ist Bichos Truck. Bicho! Bicho! Rein da in die Olga! Ich hab doch überhaupt nicht gesagt. Mensch, Kollege, das ist noch eine kleine Diva, Junge. Doch gar nicht. Was soll das? Verschwende hier, Danny. Ich puste diesem Cabron die Birne weg. Tasche wird doch. Tust du nicht. Tu ich nicht? Du meinst, ich tue es nicht, hä? Bicho, hör mir zu.
Du dachtest, du bringst hier alles in Ordnung. Aber es läuft nicht so recht nach Plan, oder? Was weißt du denn schon, hä? Ich weiß, du bist kein Mörder. Sieh nur, wie du zitterst. Du bist eine ängstliche kleine Ratte. Ungeziefer. Ein Parasit. Ja. Du nimmst nur und gibst nichts zu. Labost. Bicho, hör nicht auf ihn. Immer so viel Dünnes, hä? Hey, was denn für Dünnes? Eine blutsaugende Wanze. Weil er müsste wohnen. Wow, wow, wow. Hey. Du bist keine Wanze und nicht Bicho. Wie heißt du wirklich? Du willst was in Ordnung bringen? Dann drück ab. Du musst jetzt echt mal die Fresse halten. Mein Name ist Pass. Ja, ja. Okay. Du bist Pass. Dein Name ist Pass. Du bist nicht Bicho. Du bist keine Wanze. Du bist Pass. Und du musst bei uns bleiben, okay? Sehr, Jamako. Du bist ein Scheißkerl. Aber ich lüge meine Freunde nicht an. Es ist zwar egal, aber ich wollte Paolo rausholen. Ja, ehrlich. Ja, der Hund hat aber bestimmt so ein Arschloch so groß wie ein LKW, ey. So wie der rumrennt hier. Junge, Junge, Junge. Vor allem, was? So viel Dexten. Wenn du in deinem China-Modus bist, dann mach dir doch keinen China-Modus. Da musst du nicht so viel Dexten. Kurz und bündig, Kollege, ne? Und außerdem gibt's auch eine Google-Sparfunktion, da kannst du auch nein quasseln. Und da schreibt er dir das auch. Ich hab ihm eine große Dummheit ausgeredet. Er steht etwas neben sich, aber es geht ihm gut. Ginge alle. Dünnes. Die alte Schlange. Scheiße. Hatte gehofft, du sagst was anderes. Whisky ging alle. Aber es gibt nicht viele Bichos da draußen. Wenn Bicho zurückkommt, dann sag ihm, wie du über ihn denkst, ja? Das kann ein Moment echt gut gebrauchen. Das werde ich. Versprochen. Danke, Danny. Danny, wie geht's meinem Patienten? Ah, ich lebe noch. Gracias. Und ich habe eine neue coole Narbe zum Angeben. Du scherzt, Danny. Aber es sind die Narben in deinem Kopf, die mir Sorgen machen. Hör mal, es läuft gerade gar nicht gut. Deine Infektion und uns gehen die Medikamente aus. Ich sag zu allem immer Hündchen, schönes Hündchen. Komm mal her, Hündchen, komm. Komm mal her, Miezekatze, komm. Das ist ein Boomer. Komm mal her, Miezekatze. Ich streichel dich ein bisschen. Komm, Miezi, 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 Miezi,